Nach einem sehr netten Gespräch auf der EWA am Umarex-Stand hat mir die Firma Umarex freundlicherweise eine Lizenzfertigung der Glock 17 Gen 4 im Kaliber 6mm BB zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür an die Firma Umarex. Mitgeschickt haben sie mir auch gleich eine 600ml Dose Green Gas mit Silikonanteil für die Schmierung der Airsoft und eine Tüte mit 2500 Premium 6mm Kunststoff BBs mit 0,20 Gramm Gewicht. Auch hierfür vielen, vielen Dank. Warum ich darum gebeten habe, mir eine Airsoft zur Verfügung zu stellen, hat einen ganz bestimmten Hintergrund, den ich aber hier noch nicht auflösen möchte. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. In diesem ersten Video möchte ich ganz kurz die Waffe demonstrieren, ein Unboxing machen und dann legen wir direkt mal schon los, würde ich sagen. Geliefert wird die Airsoft in einer Pappschachtel, verpackt aus Schutzgründen in einer Plastiktüte. Im Lieferumfang enthalten haben wir einmal selbstredend die Glock 17 im Kaliber 6mm BB und das dazugehörende Magazin. Zusätzlich mit dabei unter diesem kleinen Fach haben wir zwei Backstripes inklusive dem verlängerten Stift. Werde ich aber nicht benötigen, da bekanntermaßen meine Finger zu kurz sind. Und wenn ich jetzt noch einen Backstrap anbringe, dann kann ich den Abzug mal wieder nicht greifen. Wir kennen das Thema von meiner Glock 17. Wir beginnen jetzt erstmal mit der Waffe selber. So, in Größe und Dimension entspricht sie weitestgehend dem Original. Wir haben Markierungen, die einer echten Glock gleichgestellt sind. Das heißt, wir haben hier vorne das Glock-Firmenlogo, wir haben das Modell der Waffe inklusive der entsprechenden Generation. Das heißt, wir haben Glock Modell 17, Generation 4, Herstellungsland Austria, also Österreich, im Kaliber 9x19. Wir haben die Markierung hier unten am Griff der Firma Glock. Wir haben auf der rechten Waffenseite haben wir den Hinweis, offiziell lizenziertes Produkt von Glock. Das heißt, das ist ein Lizenznachbau. Umarex hat hier die Erlaubnis von Glock erhalten, diese Waffe tatsächlich nachzubauen. Wir haben hier nochmal ganz klein eine Kennzeichnung Glock. Wir haben die Waffenseriennummer auf der Patronenkammer wie auch auf dem Schlitten. Wir haben auf der Patronenkammer nochmals das Kaliber, nebst dem FM5-Eck Glock Österreich, Herstellungsland. Unter der Waffe, ähnlich wie bei der Original, haben wir einmal die Seriennummer auf dem Blech hier unten, dann nochmal die Kaliberangabe, Kaliber 6mm BB und das F im Fünfeck. Da diese Airsoft alle originalen Markierungen hat, erfüllt sie zu 100% den Anscheinsparagrafen. Das heißt, sie darf nicht in der Öffentlichkeit geführt werden, ansonsten gibt es echt Mecker mit der Behörde. Denkt bitte daran. Ebenfalls hier angedeutet haben wir sogar den Auszieher. Das Magazin fasst 23 6mm BBs. Diese werden durch Runterziehen des Schiebers hier, ähnlich wie bei einer KK-Waffe, werden dann die BBs hier vorne reingeschoben und dann nacheinander im Zickzack-Format geladen. Diese Airsoft hat eine Mündungsenergie von roundabout 1 Joule, also die hat schon einen ziemlichen Dampf, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe sie schon ein bisschen ausprobiert, das heißt, es ist ein etwas nachträgliches Unboxing. Ich will mir ja mit dem Ding auseinandersetzen, bevor ich es euch zeige. Die hat schon echt Bums und präzise geht sie auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag mal hier, diese größeren Löcher sind alle einfach auf die Schnelle mal so als Test rausgehauen. Genauso auch hier. Also die geht schon ziemlich gut. Aber das werde ich definitiv noch separat in einzelnen Videos zeigen. Preislich liegt diese Waffe bei ungefähr 179,90 Euro. Geht mal 1 Euro hoch, mal 1 Euro runter. Erhältlich sind diese Waffen in nahezu allen Outdoor-Freizeit-Waffengeschäften, wie zum Beispiel Waffenkraus in Usingen. Vom Zerlegen her ist das ähnlich wie mit der echten Glock. So, wir ziehen die Laschen runter und schieben den Schlitten wie bei der echten einfach runter. So, hier sehen wir jetzt das Abzugssystem. Sehen wir hier, ist ein internes Hammersystem, ähnlich wie bei einer KK-Waffe. Das heißt, der Hammer hier drin wird beim Auslösen des Abzugs ausgelöst
und trifft dann hinten auf das Ventilsystem, um das Gas schlagartig freizusetzen. Das Abzugsystem an sich sieht zwar ein bisschen aus wie das von der Glock, ist es aber nicht. Es ist kein Strikerfire. Wir haben hier auch Schlittenfanghebel, wie bei der echten. Dann haben wir hier das Federpaket. Die ist eine sehr, sehr weiche Feder, selbstredend. Mit einer starken Feder wird man da, denke ich mal, nicht viel machen können. So, dann haben wir hier noch das Rädchen, um den Hop-Up einzustellen. Da werde ich noch ein bisschen mit doktern, um den für mich richtigen Hop-Up zu finden. Und zusammensetzen ist genauso wie bei der echten. Und schon haben wir sie zusammengesetzt. Ich hatte eingangs erwähnt, sie entspricht weitestgehend den Maßen der Original. Ich habe jetzt einmal mal probehalber geschaut, ob diese Waffe in meine vorhandenen Glockholster reinpasst. Und ich habe bislang nur ein Holster von denen, die ich habe, gefunden, in das sie reinpasst. Und das ist ein Phobos-Holster. Es gibt aber, das weiß ich, zum Beispiel von Zytag, gibt es Holster, die extra für die Airsoft-Varianten gemacht sind. Die sind anscheinend ein bisschen Übermaß, um diese auch passend zu machen. Ich werde aber dann noch in weiteren Videos genau darauf eingehen, wo die Unterschiede in den Größen liegen und warum die halt nicht passen. Es wird weitere Videos geben von diesem Teil. Ich habe, wie gesagt, diese Waffe, diese Airsoft, mit einem bestimmten Grund angefordert, beziehungsweise Umarex gebeten, mir eine zukommen zu lassen, über das ich euch aber erst im Verlauf der nächsten Videos aufklären werde. Ich werde nicht jetzt zu einem Airsoft-YouTube-Kanal wandeln, da braucht ihr keine Angst zu haben, sondern ich verfolge mit dieser Airsoft ein ganz bestimmtes Ziel, beziehungsweise eine ganz bestimmte Idee, wo ich einfach denke, das könnte für euch auch von Interesse sein. Das ist die Umarex Glock 17 Gen 4 im Kaliber 6 mm BB mit einer Mündungsenergie von ungefähr 1 Joule. Kostenpunkt 179,90 €. Erhältlich, wie erwähnt, zum Beispiel bei Waffenkraus in Usingen.